Hallo liebe Fabela iMac-Zuschauer, Fabian hier mit aktuellen News aus der Apple-Welt. iTunes Match in den USA gestartet. Mittlerweile können amerikanische Apple-User den Musikdienst iTunes Match nutzen. Der Dienst funktioniert folgendermaßen. iTunes Match prüft eure Musiksammlung und schaltet in der iCloud sämtliche Titel frei, die ihr besitzt. Apple selbst besitzt die Lizenzen zu über 20 Millionen Titeln und ist damit der größte Online-Musikanbieter weltweit. Alle Musikstücke in der iCloud können anschließend auf euer Gerät gestreamt und sogar gespeichert werden. Der ganze Service kostet in den USA knapp $25 jährlich. In Deutschland sollte der Dienst bis Ende 2011 erhältlich sein. Aufgrund ungeklärter Lizenzfragen könnte sich der Start hierzulande aber noch etwas verschieben. Neuer Patentrechtsstreit im Anzug? Wie aktuelle Medienberichte nahelegen, könnte es bald einen neuen Patenterechtsstreit geben. So soll Apple vor 2 Jahren ein Patent vom Xerox-Konzern übernommen haben, welches die Abfrage von ortsbezogenen Diensten in Smartphones oder PDAs betrifft. Solche Dienste werden sowohl von Google, Facebook oder Foursquare eingesetzt. Sollte Apple sich also dazu entscheiden, diese Patente einzuklagen, könnte es für die betroffenen Firmen teuer werden. Mal davon abgesehen, dass eine neue Runde im nicht enden wollenden Patentstreit zwischen Apple und anderen Konzernen eingeläutet würde. Skobler arbeitet an neuen Stimmen und Verkehrsdaten. Wie Skobler bekannt gegeben hat, können sich Nutzer der Günstignavigation GPS Navigation 2 sehr bald über neue Stimmen für die nur 1,59 Euro teure Universal App freuen. Darüber hinaus arbeiten die Entwickler wohl zudem hart an der Integration von Verkehrsdaten in Skobler, was unserer Meinung nach ein echtes Killer-Feature für das Schnäppchen-Navi darstellen dürfte. Einen Zeitpunkt für ein Erscheinen konnte Skobler Deutschland allerdings noch nicht nennen, da es sich laut Aussage des Konzerns um einen technisch herausfordernden Vorgang halten soll. Navi-App zum Zweiten. Der neben TomTom führende Navi-Hersteller Navigon brachte seine Navi-Apps auf den neuesten Stand. Version 2.0 führt eine deutlich überarbeitete Bedienoberfläche ein und verschlankte die Apps deutlich. Ab sofort könnt ihr bei der Installation der App angeben, welche Länder ihr installieren möchtet, was zu deutlich weniger Speicherplatzverbrauch auf eurem iOS-Gerät führt. Das Feature Navigon Fresh Maps XL könnt ihr für 14,99 € in der Europa-Variante und für 24,99 € in der Regionalvariante dazu kaufen. Das garantiert euch für 24 Monate stets aktuelles Kartenmaterial. Darüber hinaus können Navigon-Nutzer nun für 79 Cent ein Monatsabo über aktuelle Blitzerwarnungen abschließen. Ein neues Feature ist zudem, dass man sich Verkehrsmeldungen ab sofort vorlesen lassen kann. Unser erster Eindruck von den neuen Features: Navigon hat sich in vielen Details deutlich verbessert. Einen ausführlichen Test von Navigon 2.0 werden wir euch in den kommenden Tagen präsentieren. Die Navigon-Apps sowie Fresh Maps stehen bis Ende November noch zu vergünstigten Preisen zur Verfügung. Update für Apple TV. Für Besitzer eines Apple TV-Gerätes der zweiten Generation steht das Update 4.4.3 zum Download bereit. Es behebt gelegentlich auftretende Probleme mit dem optischen Audioausgang. 90 Sekunden Musikvorschau ab sofort auch im deutschen iTunes Store. Was für Amerikaner und andere europäische iTunes-Nutzer schon lange möglich war, können ab sofort auch deutsche iTunes-Nutzer in Anspruch nehmen. Die Musikvorschau in 90 Sekunden. Bislang konnte man hierzulande nur die ersten 30 Sekunden eines jeden Liedes anhören. Schimpfende Siri nur ein Fake? Auf YouTube häufen sich die Videos, welche eine angeblich eingeschnappte Siri laut fluchend zeigen. Zweifel an der Ernsthaftigkeit dieser Videos gab es ja schon immer. Und der Trick hinter der schimpfenden Siri dürfte freilich ganz simpel sein. So spricht euch Siri nach dem Kommando "Nenne mich" mit eurem Wunschnamen an. Wählt ihr statt eurem Wunschnamen nun ein übles Schimpfwort, wird euch Siri fortan so nennen. Und so kann man mit ein bisschen Trickserei ein täuschend echtes Fake-Video zusammenbasteln. Kommen wir zu den App-Tipps. Toller Städteführer vom Juristverlag.
Die App Weltstädte, der Audioführer, bietet euch die Möglichkeit, 10 Weltstädte, unter anderem Berlin, London, Barcelona, Wien, Paris und New York, in Bild und Ton zu erleben. Damit keine Roaminggebühren entstehen, lädt man sich die gewünschten Städte vor der Reise einfach auf sein Gerät herunter. Der Audioführer stellt euch vor Ort die interessantesten Sehenswürdigkeiten vor. Und auf Wunsch könnt ihr euch zahlreiche Fotos sowie eine hochauflösende Offline-Karte anzeigen lassen. Die App ist bis zum 20. November für 79 Cent erhältlich. Danach kostet sie 3,99 Euro. Superman für iOS. Chillingo bringt den Comichelden für je 79 Cent auf iPhone und iPad. In insgesamt 18 Missionen könnt ihr in dem Sidescroller die bösen Buben ordentlich vermöbeln. Die ersten Userbewertungen versprechen solide, aber keineswegs überragende Actionkost. Wobei man für 79 Cent ja nicht so viel falsch machen kann. Shoebox wird App Store App der Woche. Die Shoebox App von 1000 Memories verwandelt euer iPhone oder euren iPod Touch in einen mobilen Handscanner und Fotoarchivierer. Auf Knopfdruck könnt ihr eure persönlichen Papierfotos archivieren und auf 1000memories.com hochladen. Privateinstellungen sollen dafür sorgen, dass ihr diese Erinnerungen nur mit den Menschen teilt, mit denen ihr sie auch teilen wollt. Zumindest verspricht das die App. Erste Userbewertungen lassen jedoch vermuten, dass es 1000 Memories bislang noch nicht so genau mit dem Datenschutz nimmt und Fotos trotz korrekter Einstellungen für jedermann sichtbar waren. Die App ist als Gratis-Download im App Store erhältlich. Interessante Geschichts-App. Wer sein Geburtstagsgeschenk noch ein wenig aufpeppen will, dem können wir die App Der Geschichtskalender von Stefan Gillmeier empfehlen. In sehr hübscher Aufmachung verrät euch die App die interessantesten historischen Ereignisse eines jeden Tages. Neben geschichtsträchtigen Ereignissen verrät euch die App auch die interessantesten Geburtstage und Todestage prominenter Persönlichkeiten und lässt euch den gewählten Tag sogar nach Epochen oder bestimmten Kategorien wie Wirtschaft, Politik oder Sport durchsuchen. Für euer Geschenk bräuchtet ihr euch nur noch die passenden Dinge heraussuchen, einen Screenshot machen und ausdrucken. Die App kostet derzeit 79 Cent. Der normale App-Preis ist 2,39. Rückkehr der Dinosaurier. Telltale, die Macher von Monkey Island Tales und Back to the Future, haben einen neuen Spielestreich veröffentlicht. Jurassic Park The Game HD. Der grafisch opulente Titel ist nur für iPad 2 erhältlich. Die erste Episode der auf 4 Spiele angelegten Reihe setzt in der zweiten Hälfte des ersten Kinofilms an, wo die Sicherheitssysteme versagt haben und die Dinos die Kontrolle übernehmen. Die ersten Kritiken sind allerdings nicht unbedingt erbauend. Zu kurz, zu wenig Freiheit und ruckelt selbst auf einem iPad 2. Wer trotzdem reinschauen mag, der knapp 350 MB große Download kostet 5,49. We always knew that Jurassic Park the game was going to be something special on iPad 2, but we couldn't have known just how well the game would work on the platform, not just technically, but as an experience. iPad 2 offers a completely new way to experience the very same game that you'll see on full-size consoles and computers. Touching the screen offers a brand new level of interactivity with the park and its creatures, but beyond that, it feels completely natural. The power of iPad 2 and its dual-core A5 processor has allowed us to deliver features like normal mapping, specular lighting, and hardware acceleration. On top of that, using AirPlay and Apple TV, you can play on your iPad 2 and watch the cinematic adventure on your big screen TV. iPad 2 is a phenomenal way to experience Jurassic Park the game, and it's out now on the App Store. Adventure-Klassiker reduziert. Der Adventure-Hit Baphomets Fluch, die Spiegel der Finsternis Remastered, ist noch bis zum 23. November zum vergünstigten Preis von 1,59 erhältlich. Wer auf klassische Point-and-Click-Adventures steht, sollte zugreifen. Denn der zweite Teil der Baphomets Fluch-Reihe ist eine echte Perle, wie auch die fast ausschließlich umfassenden 5-Sterne-Bewertungen beweisen. In dem Titel übernehmt ihr die Kontrolle über die Journalistin Nico Collard auf eine spannende Reise voller Mystik, Intrigen, Entführungen
und schätze. Zum Abschluss noch ein Wort in eigener Sache. Die Gewinner unseres 100-Abonnenten-Gewinnspiels wurden mittlerweile per YouTube-Direktnachricht kontaktiert und haben ihre iTunes-Spielecodes bereits erhalten. An alle, die mitgemacht haben und jetzt nichts gewonnen haben, bitte nicht enttäuscht sein, das nächste Gewinnspiel kommt bei 150 Abonnenten. Also bitte empfehlt uns weiter, wenn es euch gefällt, was wir machen. Danke fürs Zuschauen, viel Spaß beim Spielen und bis zum nächsten Mal, sagt euer Fabian.